Bei uns heute hier Carmen Tesch-Biedermann, Autorin des gerade erschienenen Buches Patentwissen für die Praxis. Herzlich willkommen, Frau Tesch-Biedermann. Wenn ich mir die Agenten von Führungskräften anschaue, dann stehen Punkte drauf wie digitale Transformation, Reorganisation, Innovation. Warum meinen Sie, sollte Patentmanagement auch dazu gehören? Ja, das gehört für mich zum Thema Wissensmanagement. Und das Thema Wissensmanagement ist ein Thema, was einfach gerade im Zuge der Globalisierung und in Zeiten von Big Data weiter an Bedeutung gewinnt. Und wenn ich jetzt an das eigene Wissen denke, stellt das natürlich einen Wert für das Unternehmen dar. Und dieses Wissen effektiv abzusichern, kann man natürlich durch gewerbliche Schutzrechte, das ist ein etwas sperriger Begriff, aber eben anders ausgedrückt durch Patente, Marken und Design ganz hervorragend erreichen. Es ist ein sehr, sehr machtvolles Tool. Insbesondere auch, wenn ich jetzt mal in den internationalen Raum hineinschaue, wenn ich mir angucke, was passiert in Asien, Südostasien, konkret was passiert in China. Das sind sehr erfolgshungrige und ehrgeizige Unternehmen, die eben dort immer mehr eigene Innovationen hervorbringen und diese auch sehr systematisch schützen. Nicht nur zu Hause in Asien, sondern eben zunehmend auch hier bei uns auf dem Heimatmarkt. Und insofern sind wir gut beraten, wenn wir uns darauf vorbereiten, was dort an einer Innovationswelle, an einer Patentwelle aus Asien auf uns zurollt. Sie sprechen von systematischem Schutz. Ich denke, es wird ein gewisses juristisches Wissen vorausgesetzt, um Patente zu patentieren. Genügt es nicht, wenn ich das den Patentanwälten überlasse? Oder warum soll ich mich als Führungskraft mit diesem Thema beschäftigen? Patente sind kein Selbstzweck, sondern Patente sind ein Tool, um die Unternehmensstrategie erstens mitzuentwickeln und zweitens sie auch umzusetzen. Und wenn ich mir jetzt überlege, wie sieht also der Markt aus, wie sieht der Wettbewerb aus, wie sollen die neuen Produkte in einem Unternehmen aussehen, dann sind das alles Dinge, die kennt das Management Board im Unternehmen sehr, sehr gut. Aber ich als Anwalt, sofern ich jetzt nicht einbezogen bin, weiß das nicht. Also ich brauche einen sehr, sehr engen Austausch einfach zwischen den Entscheidern im Unternehmen und der vertretenden Anwaltschaft dort. Nur dann ist es möglich, eben Patente auch sehr gewinnbringend und zielgenau einzusetzen, um auch ja, verteidigungsfähige USPs tatsächlich zu erzeugen. Also wenn ich das richtig verstanden habe, Frau Tesch-Biedermann, gehört Unternehmensstrategie und Patent irgendwie zusammen? Das gehört dazu, auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Und zwar sowohl beim Schaffen der Unternehmensstrategie als auch eben bei deren Umsetzung. In Ordnung, ich kann unglaublich viele Informationen auch aus Patentliteratur generieren. Man geht davon aus, dass 95% des technischen Wissens auf der Welt in Patentliteratur zu finden ist. Und das ist nicht alles geschützt, sondern ich kann mir also auch, wenn ich jetzt diese Dokumente dort anschaue, genau überlegen, was machen meine Wettbewerber, in welche technische Richtung entwickeln die, auf welchen Märkten sind sie tatsächlich dabei, neue Produkte einzuführen. Ja, und ich kann mir natürlich auch einfach Kosten sparen, weil das, was es gibt und was ich frei verwenden darf, und das ist viel, nicht alles, was in Patenten steht, ist tatsächlich geschützt und verboten. Da kann ich also dann meine Entwicklungskosten reduzieren, also Zeit und Geld sparen. Dazu gibt es auch Daten vom EPA übrigens. Und man geht davon aus, dass durch Doppelentwicklungen, die eigentlich vermieden werden könnten, jedes Jahr in Europa 20 Milliarden Euro eingespart werden könnten. Also Strategie und Patent gehört irgendwie zusammen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Jetzt schauen wir mal in das Unternehmen hinein. Ich bin ein Ingenieur bei einem Unternehmen und habe eine Erfindung. Wem gehört die eigentlich? Ja, zunächst mal gehört diese Erfindung hier in Deutschland dem Erfinder. Also das Recht an einer Erfindung liegt beim Erfinder. Aber völlig klar ist auch, dass ein Unternehmen nicht vernünftig arbeiten kann, wenn es die Ideen und die Schöpfung, die im Unternehmen stattfinden, nicht für sich wirtschaftlich verwerten darf. Und insofern müssen wir jetzt juristisch gesehen, ich bin ja eigentlich Juristin, für einen Übergang sorgen, dass das Recht an der Erfindung vom Ingenieur zum Unternehmen geht. Es ist eine relativ formale Angelegenheit, birgt auch viele Fußangeln einfach für Unternehmer. Aber wenn man diesen Prozess dann korrekt etabliert hat, ist es so, dass Anmelder für eine Patentanmeldung der Arbeitgeber ist und der Erfinder natürlich genannt und geehrt wird. Ja, es ist ja auch immer so eine Frage vom Ego natürlich. Und man möchte ja auch, dass derjenige noch mehr Erfindung einfach generiert. Aber er wird auch finanziell am Erfolg dieses Patentes oder dieses Produktes, was dahinter steht, beteiligt. Und das muss er auch. Also da hat das Unternehmen keine Wahl, das ist vorgeschrieben. Danke, Frau Tesch-Biedermann, dass Sie bei uns waren. Wer also wissen möchte, was Patente leisten, was sie im Kern ausmachen, wie gefährlich sie für Dritte sein können, dem sei dieses
unterhaltsame Buch speziell für Manager empfohlen. Vielen Dank.